Meine Damen und Herren, schon der erste Blick auf die griechische Poliskultur zeigt diese als ein Beispiel für bemerkenswerte Dauerhaftigkeit. Seit dem 9. Jahrhundert vor Christus haben sich im griechischen Mutterland, in Kleinasien, Unteritalien, Sizilien, am Schwarzen Meer und an anderen Orten im Mittelmeerraum über 1000 griechische Poleis als selbstständige Stadtstaaten etabliert. Sie konnten sich überwiegend bis in die Spätantike erfolgreich in ihrem Naturraum halten. Das heißt, wir haben es mit einer langen Zeitspanne von 800 vor Christus bis 500 nach Christus zu tun, grob 1300 Jahre. Sie sehen bereits, mir geht es heute nicht darum, einmal wieder die antiken Kulturen als Schuldige an der Verkarstung des Mittelmeerraums auszumachen, und es geht mir auch nicht darum, die Griechen zu idealisieren als Kultur, die in edler Einfalt und stiller Größe in ungestörtem Einklang mit ihrer natürlichen Umgebung gelebt hat. Ich möchte vielmehr heute Abend die Frage stellen, ob sich Orte von Nachhaltigkeit in der griechischen Kultur finden lassen und welcher Platz hierbei der griechischen Religion zukommt. Für den modernen Begriff Nachhaltigkeit findet sich in der griechischen Sprache keine unmittelbare terminologische Entsprechung. Dies schließt aber nicht aus, dass sich in der griechischen Kultur der Antike Normen und Verhaltensweisen auffinden lassen, die mit neuzeitlichen Definitionen des Begriffs vereinbar sind. Der Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen von 1987 definiert: Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Ganz ähnlich hat das der amerikanische Forstwissenschaftler Gifford Pinchot schon im Jahr 1910 formuliert. Unsere Verpflichtung, das, was wir benötigen, auf eine Art und Weise zu nutzen, dass unsere Nachkommen nicht dessen beraubt sind, was sie benötigen. Und eine dritte Definition, keine Sorge, ich werde Ihnen nicht alle 100 vorstellen, die der Kollege Schambacher schon rausgesucht hat. Die Anthropologin und Archäologin Monica L. Smith definiert noch kürzer: Nachhaltigkeit als Suche nach einer Balance zwischen gegenwärtigem und zukünftigem Gebrauch von Ressourcen. Unsere Frage lautet also heute: Wie haben es die Griechen über den stattlichen Zeitraum von 1300 Jahren erreicht, das, was sie benötigten, auf eine Art und Weise zu nutzen, dass, um mit Gifford Pinchot zu sprechen, ihre Enkel und Urenkel offensichtlich nicht dessen beraubt waren, was sie benötigten? Wie also gingen die antiken Griechen mit ihren Ressourcen um? Besaßen sie Problembewusstsein dafür, dass diese Ressourcen möglicherweise knapp oder endlich sein könnten? Dachten sie über sich selbst hinaus an die Bedürfnisse späterer Generationen? Und inwiefern kam hier die Religion ins Spiel? Ein berühmtes Beispiel möchte ich an den Anfang setzen. Wenn Gesandtschaften aus der griechischen Welt seit dem 6. Jahrhundert vor Christus das Orakel von Delphi aufsuchten, so fanden sie am Tempel des delphischen Apollon drei Inschriften mit Sprüchen vor. Diese Sprüche sollten von den sogenannten sieben Weisen stammen oder aber von Apollon selbst. Die unklaren Einzelheiten zur Herkunft sind für uns nicht weiter wichtig. Der athenische Philosoph Platon bemerkt jedenfalls, die sieben Weisen hätten die Sprüche als Erstlingsfrüchte der Weisheit schlechthin dem Apollon in Delphi geweiht und aufgeschrieben. Es seien genau die Sprüche, die in Platons Gegenwart angeblich jedermann im Munde führt. Was also stand am Apollontempel von Delphi, so berühmt, dass es für jedermann sprichwörtlich geworden war und so lange, dass man es noch in der römischen Kaiserzeit lesen konnte? Einer dieser Sprüche lautete: Mäden agan, nichts im Übermaß.
Wer diesen Spruch am Delphischen Tempel las, musste ihn nicht als verbindliches religiöses Gebot anerkennen. Delphi galt allerdings in der griechischen Welt als ein besonders wichtiger Ort größtmöglicher Öffentlichkeit. Weisheitssprüche, die an diesem Ort sichtbar waren, hatten eine prominente innergriechische Bühne. Schrieb man sie dann noch berühmten Urhebern aus grauer Vorzeit zu, die sich als Gesetzgeber, Schiedsrichter und Krisenmanager in griechischen Poleis bewährt haben sollten, dann verlieh das diesen Sprüchen besondere, ungewöhnliche Autorität. Apollon und die Weisen legten den griechischen Polisbewohnern also maßvolles, angemessenes Handeln ans Herz. Nicht so viel wie möglich, sondern so viel wie richtig war die Devise. Schlug sich dies auch im Umgang mit den Ressourcen nieder. In meinem heutigen Vortrag möchte ich zunächst ganz kurz fragen, um welche Ressourcen es sich in griechischen Polisstaaten der Antike überhaupt handelte und ob man den Griechen im Hinblick auf Ressourcen, Problembewusstsein und Problemerfahrung als Grundlage nachhaltigen Handelns unterstellen kann. Im zweiten Teil untersuche ich dann die Rolle dieser Ressourcen in der griechischen Religion und vertrete die These, dass natürliche Ressourcen in der griechischen Kultur auf unterschiedliche Weise religiös markiert waren. Schließlich soll drittens nach der Funktion derartiger Markierungen gefragt werden. Schafft Religion womöglich Orte von Nachhaltigkeit und wirkt auf nachhaltiges Handeln der antiken Griechinnen und Griechen hin? Wenn die literarischen griechischen Quellen einsetzen, dann begegnet uns die griechische Polis bereits in der Krise. Problembewusstsein. Wenn der Dichter Hesiod um 700 vor Christus sein Lehrgedicht über die Aufgaben und Herausforderungen des landwirtschaftlichen Lebens schreibt, so klagt er beredt über die Zustände der Gegenwart. In früheren Zeiten, im goldenen Zeitalter des Kronos, hat die Erde den Menschen von selbst vielfache Früchte bereitet. In der Gegenwart aber verbergen die Götter grollend die Nahrung vor den Menschen und diese führen ihr Leben in steten Sorgen und Angst vor dem brennenden Hunger. Ganz offensichtlich hat man bereits in der Welt Hesiods mit Ressourcenproblemen zu kämpfen. Aber zuerst, um welche Ressourcen geht es überhaupt? Das antike Griechenland ist eine vorindustrielle Ackerbaugesellschaft. Entsprechend stehen die natürlichen Ressourcen des Landes, auf dem man lebt, im Vordergrund. Als die wichtigsten wären zu nennen der Erdboden als Ackerboden und Weideland, das Wasser und das Holz. Hat man nun diese Ressourcen in der Praxis als knapp und potenziell durch menschliches Handeln zerstörbar erfahren? Und ist davon auszugehen, dass die Griechen diesbezüglich Problembewusstsein entwickelt hätten? Darüber könnte man nun ganz lang reden, aber ich muss es hier kurz machen. Für die griechische Polis ist die wichtigste natürliche Ressource überhaupt das Ackerland. Und wenn die historischen Griechen für die Historiker sichtbar werden, dann ist der fruchtbare Ackerboden im Mutterland bereits verteilt. Eine knappe Ressource und vor Ort nicht erweiterbar. Man kann keinen Wanderhackbau betreiben, sondern ist von Generation zu Generation auf dieselben Felder angewiesen. Die Siedlungen der Griechen sind auf Dauer angelegt. Und schon bei Hesiod wird deutlich, dass man im gegenwärtigen Handeln stets die späteren Generationen mit im Blick hat und darüber nachdenkt, wie auch diese gut leben können. Zeuge nur einen Sohn, rät der Dichter seinen bäuerlichen Zeitgenossen, damit er vom Erbe des Vaters zehre, denn so vermehrt sich im Hause der Reichtum. Möge betagt er sterben und selbst einen Sohn hinterlassen. Im griechischen Mutterland muss man schon sehr früh darüber nachdenken, wie die Bewohner auf und mit ihrem Land dauerhaft leben können. Hesiod setzt auf Geburtenbeschränkung als eine Methode.
Planung bzw. bedachter Umgang ist auch erforderlich mit der zweiten natürlichen Ressource, die die griechische Gesellschaft zum Überleben braucht, dem Wasser. Man hat zu kämpfen mit der ungleichmäßigen geografischen Verteilung der Niederschläge in Griechenland, die Sie hier auf der Karte sehen können, und auch noch mit der problematischen saisonalen Verteilung der Niederschläge im Jahr. Holz und Holzprodukte sind schließlich für die griechische Gesellschaft die einzigen Energieträger. Entsprechend groß ist der Druck auf diese Ressource. Und um 800 vor Christus kann man im griechischen Mutterland nicht mehr auf flächendeckend ungestörte Primärwälder zurückgreifen. Seit dem 4. Jahrtausend wird dort in unterschiedlichem Umfang bereits Ackerbau betrieben. Im Normalfall wird in der griechischen Polis mit der Ressource Holz nicht unkontrolliert umgegangen. Das gilt sowohl polisintern als auch im Kontakt mit den unmittelbaren Nachbarpolis. Bewaldete Gebiete im Gebirge sind keine herrenlose Wildnis. Waldland kann Privatbesitz von Einzelnen oder Gemeindeland sein. Aristoteles nennt unter den wichtigsten Behörden der Polis diejenigen, die Aufsicht auf dem Land führen. Beamte, die man Landaufseher oder Waldaufseher nennt. Das Recht zum Holzschlagen ist wichtig genug, dass einzige Polleis es in Ehrendekreten als besonderes Privileg verleihen. Unkontrollierter Zugang zur Ressource Wald ist nicht gewünscht. Und dies gilt auch unter Nachbarstaaten, die sich gelegentlich per Vertrag auf Bewirtschaftung von Wald einigen, der an der gemeinsamen Grenze liegt. Wald ist in der griechischen Polis schon lange nicht mehr wilde Natur, die man besiegen muss, sondern wertvolle Ressource, über die man sich verständigt. Was die natürlichen Ressourcen anlangt, so kann man im griechischen Mutterland kaum einmal unbedacht aus dem Vollen schöpfen. Die natürlichen Ressourcen sind knapp und nicht selbstverständlich. Ihre Verfügbarkeit kann in der jeweiligen Gegenwart jederzeit gefährdet sein. Um sie für sich und den Fortbestand der Polis zu sichern, bedarf es konstruktiven Nachdenkens. Das Verständnis globaler naturwissenschaftlicher Zusammenhänge im modernen Sinn liegt den Griechen hierbei natürlich noch fern. Sie denken global, soweit ihre eigene Welt betroffen ist, und dies ist zunächst einmal die Welt der Polis. Wichtige Adressaten bei den immer wieder auftretenden Ressourcenproblemen bei Dürre, Missernte und Hunger sind die Götter. Religion ist in der griechischen Kultur kein abgetrennter Bereich, sondern durchdringt das gesamte private und städtische Leben. Den Göttern sind die Menschen Ehrfurcht und aktive Verehrung schuldig. Welche Götter wofür zuständig sind und an wen man sich jeweils am besten wendet, dies wissen die Polisbürger einerseits aus der lokalen Tradition des Kultus, andererseits aus den überlieferten und oft überregional bekannten Erzählungen von den Taten der einzelnen Götter, den Mythen. Ein schriftlich ausformuliertes religiöses Regelwerk zum Nachschlagen gibt es nicht. Mythos und Kultus formen jedoch die Haltung des Einzelnen und möglicherweise auch sein Verhalten gegenüber den natürlichen Ressourcen der Polis. Es gibt also kein Gebot, du sollst die natürlichen Ressourcen nachhaltig verwenden, aber die natürlichen Ressourcen sind, so möchte ich das nennen, religiös markiert. Wie kann nun derartige religiöse Markierung aussehen? Zum einen, natürliche Ressourcen können als Götter personalisiert werden. Die Götter erscheinen bei den Griechen nicht als Schöpfer der Welt, sie sind in der Welt und in der Zeit geboren worden. Und neben den 12 olympischen Göttern, Zeus, seinen Geschwistern und Kindern, die derzeit an der Macht sind, existieren zahlreiche weitere göttliche Wesen, die man ehrt. Zu diesen gehört die Erde, Gaia oder Gä. Sie ist viel älter als die Olympier und wird als Mutter von allem verstanden, von Göttern und Menschen. Sie ist keinesfalls die wichtigste Göttin griechischer Polis,
aber sie ist in das System der städtischen Opfer integriert und wird an zahlreichen Festen der Olympier mit verehrt. Damit die Geschenke der Menschen sie erreichen, gießt man Opferflüssigkeit in vertiefte Altarlöcher oder versenkt ihr zu Ehren Opfertiere. Auch die Flüsse erfahren in der griechischen Kultur unmittelbare Verehrung als männliche Götter. 3000 soll es von ihnen geben. Auch den Flussgöttern ist eigen, was typisch für griechische Götter ist. Ihr Charakter ist ambivalent. Man kann sich nicht auf ihre gleichbleibende Freundlichkeit verlassen. Sie sind keinesfalls harmlos. Einerseits sind die Flüsse unverzichtbare Spender der Fruchtbarkeit, andererseits aber von unberechenbarer Gewalt. Dies wird ausgedrückt etwa in der mythischen Erzählung vom Flussgott Acheloos. Im gewaltsamen Kampf mit Herakles nimmt er Stiergestalt an. Herakles bricht ihm dann das Horn ab. Dieses Horn wird dann zum spendenden Füllhorn, das uns bis heute geläufig ist. Sie sehen auf dem Bild das Horn am Boden liegen, das abgebrochene. Flüsse als Götter sind mit ihrem Land und mit den dort wohnenden Menschen besonders verbunden. Zahlreiche Mythen lassen die Flüsse zu Stammvätern der Lokalbevölkerung werden. Die Ressource Wasser erhält nicht nur in Gestalt der Flüsse göttliche Verehrung. Auch die Frischwasserquellen stellt man sich als von göttlichen Wesen bewohnt oder mit ihnen identisch vor. In den Quellen wohnen die Quellnymphen, denen man Namen gibt wie Hagnä, die Reine, oder Kaliroe, die Schönfließende. In welchem Ambiente man sich die Quellnymphen präsent denkt, illustriert der homerische Hymnus an Aphrodite. Wenn der sterbliche Held Anchises die Göttin fragt, wer sie denn sei, dann sagt er: Bist du eine der Nymphen, die schöne Haine bewohnen? Oder von jenen, die hier in den herrlichen Bergen daheim sind? Oder an Quellen der Ströme und grasigen Auen? Auch diese göttlichen Wesen, die Quellnymphen, sind potenziell freundliche Gestalten, aber mit wie alle Götter sind sie mit Vorsicht und Respekt zu behandeln. Unvorsichtige junge Männer beim Wasserholen können von ihnen in die Tiefe gezogen werden, wie wir aus den Mythen immer wieder erfahren. Und wer eine Quelle zuschüttet oder verunreinigt, der zieht den Zorn der Nymphe auf sich. Die natürliche Ressource Wasser hat Agency und göttliche Gewalt. Sie ist als personale Gottheit bzw. göttliches Wesen, wie die Nymphen, zu verstehen. Den göttlichen Wesen des Wassers ist kultische Verehrung entgegenzubringen, damit man sich ihr Wohlwollen erhält. In zahlreichen Fällen hören wir von Heiligtümern, die am Quellort von Flüssen oder auch in bescheidener Form an den kleinen Quellen eingerichtet sein können. Die Ressource wird also religiös markiert durch Verehrungsstätten, die der Wassergottheit unmittelbar gewidmet sind und wo man ihr Opfer darbringt. Ihre Bedeutung wird nicht zuletzt klar, wenn diverse Polleis ihren lokalen Flussgott oder ihre Quellnymphe als Hauptmotiv auf ihren Münzen prägen. Aber auch der Einzelne in seinem alltäglichen Umfeld ist gefordert. Das hören wir einmal mehr von Hesiod in den Ärger. Hesiod meint nicht nur, dass man Flüsse und Quellen nicht durch Exkremente verunreinigen soll. Das reicht nicht aus. Aktive Verehrung ist gefordert. Nicht durch Warte der Ströme schön fließende Wasser, ehe du nicht im Anblick der prächtigen Strömung gebetet. Und wer das nicht tut, den warnt Hesiod, dem werden die Götter zukünftige Leiden senden. Baumkult, also Bäume unmittelbar als Götter zu verehren, ist in der griechischen Religion im Gegensatz zu den Flüssen nicht üblich. Was ihre Lebensdauer anlangt, nehmen Bäume einen Zwischenstatus an, ein zwischen unsterblichen Göttern und kurzlebigen Menschen. Bäume sind also nicht Götter, aber Bäume, vor allem Waldbäume, sind mit übermenschlichen Bewohnerinnen verbunden, mit den Nymphen.
Im schon erwähnten homerischen Hymnus an Aphrodite, einem sehr wichtigen frühen Text aus der Zeit zwischen dem 7. und dem 5. Jahrhundert vor Christus, wird dies ausführlich erläutert. Und die Beschreibung kommt aus dem Mund der Göttin Aphrodite selbst. Die Nymphen leben sehr lange. Kommen Nymphen zur Welt, so wachsen zusammen mit ihnen Tannen und hochgewipfelte Eichen im nährenden Boden, ragen empor im hohen Gebirg in sprossender Schöne, heilige Götterbezirke, so pflegt sie das Volk zu benennen, niemals aber schlägt sie kahl ein menschlicher Axthieb. Tritt dann aber die Moira heran und müssen sie sterben, dann verdorren zuerst im Boden die herrlichen Stämme, rundum stirbt das Laub, die Äste brechen herunter, zugleich aber verlässt ihre Seele die strahlende Sonne. Mit jedem Baum im Gebirge kann potenziell eine Nymphe verbunden sein. Die Menschen sind grundsätzlich fähig, solche Orte der Nymphen zu erkennen, und sie vergreifen sich beim Holzfällen nicht an ihnen. Letztlich sind Bäume und Nymphen aber doch der Vergänglichkeit unterworfen. Wenn der Baum stirbt, dann stirbt auch die Nymphe. Gleichzeitig beschreibt die Göttin Aphrodite auch das Geschehen im mythischen Bergwald, weit ab von den Feldern und Behausungen der Menschen. Die Nymphen sind nicht an oder in ihren Baum gefesselt, sondern sie bewegen sich in dessen Nähe und die olympischen Götter besuchen sie dort. Zitat: Unsterbliche tanzen herrliche Reigen mit ihnen, Silene, der treffliche Speer Hermes, der schimmernde auch. Sie genießen in dämmerigen Winkeln lieblicher Höhlen zusammen mit ihnen die Freuden der Liebe. Dieser Aspekt darf natürlich bei Aphrodite nicht fehlen. Aus dem Mund einer Göttin kommt also eine Beschreibung der wilden Bäume im Gebirgswald, die diese Bäume deutlich religiös markiert. Die Menschen, das wird vorausgesetzt, können eigenständig solche Orte im Wald erkennen und sie den Unsterblichen zuordnen. Diese Orte müssen also nicht künstlich markiert oder abgegrenzt sein. Mit der Erkenntnis des heiligen Ortes geht beim Menschen Respekt und Einsicht einher. Die Göttin präsentiert dies als Faktum. Diese Orte schlagen die Menschen niemals kahl. Eine andere Art religiöser Markierung von Ressourcen zeigt sich, wenn diese und mit ihnen verbundene spezifische Techniken als zivilisatorische Geschenke der Götter an die Menschen gelten. Vor allem betrifft das die drei wichtigsten Pflanzen der griechischen Kultur und die mit ihnen verbundenen Techniken, die bestimmten Göttern als Geschenk zugeordnet werden. Dazu gehört das Getreide als zivilisatorisches Geschenk schlechthin. Die Göttin Demeter hat es den Menschen gebracht und sie den Anbau gelehrt. Dazu gehört der Wein. Weinstöcke lässt der Gott Dionysos wachsen. Und religiöse Markierung als Geschenk der Götter betrifft auch den wichtigsten Baum der griechischen Kultur, den Ölbaum. Das angeblich kahle und abgeholzte Attika, von dem man auch in der neueren Forschung immer lesen kann, das muss man sich zumindest bis 600 Meter über dem Meeresspiegel als weitgehend mit Ölbäumen bewaldet vorstellen. Man trifft in der modernen Forschung allerdings tatsächlich Meinungen, die Olivenwald nicht als Wald gelten lassen wollen, sondern ihn zur abgeholzten Zone rechnen. Möglicherweise kommt hier unsere mitteleuropäische Vorstellung zum Tragen, wie denn ein Wald auszusehen hat und welche Leitpflanzen ihn gefälligst ausmachen. Der uns vertraute tiefe Wald der Brüder Grimm ist eben kein Olivenwald. Die Bewohner der griechischen Poleis pflanzen nicht vordringlich Fichtenplantagen, sondern sie pflegen ihre Olivenhaine, die Bäume, die für sie am nützlichsten sind. Und im Umgang mit Ölbäumen ist nachhaltiges Denken und nachhaltiges Handeln gefordert. Wer einen Ölbaum pflanzt, muss langfristig denken.
Es dauert 17 Jahre bis zur ersten nennenswerten Ernte und erst nach über 20 Jahren bringt ein Ölbaum seinen vollen Ertrag. Nur zum Vergleich, die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen in der griechischen Antike ist gering. Sie wird zwischen 22 und 25 Jahren ab Geburt geschätzt. Griechische Autoren rechnen mit Generationenfolgen von 30 oder bestenfalls 40 Jahren. Ölbäume hingegen können sehr alt werden, bis zu 2000 Jahren. Wer also einen Ölbaum fällt, der hat zwar kurzfristig Holz, aber er verliert den Ernteertrag in der Gegenwart und er schädigt noch seine Enkel. Und grundsätzlich beim Ertrag dieser Ölbäume geht es nicht um einige eingelegte Oliven, sondern um das Öl, welches neben dem Getreide das Grundnahrungsmittel der griechischen Kultur bildet und einen hohen Anteil des notwendigen Kalorienbedarfs stellt. Gleichzeitig tragen die Olivenbäume auch zur nachhaltigen Versorgung mit Brennmaterial bei. Man kann sie zurückschneiden und gewinnt Reisig. Und bei der Produktion von Olivenöl beim Auspressen fallen ebenfalls größere Mengen von ölgetränkten Rückständen an, die man als Energieträger verwenden kann. Dieser wichtigste Baum der griechischen Kultur ist massiv religiös markiert, aber auf andere Weise als die Bäume im hochgelegenen Bergwald am Rand des Polisgebiets. Im Olivenhain wohnen keine Nymphen, sondern der Ölbaum ist ein Geschenk der Göttin Athena höchstpersönlich an die Menschen und besonders an ihre Stadt Athen. Im Giebelfeld des Athener Parthenon war diese mythische Erzählung dargestellt, das Geschenk des Ölbaums an die Menschen. Und das wichtigste Kultbild Athens im alten Athena-Tempel war aus Olivenholz gearbeitet. Die religiöse Markierung findet sich aber nicht nur in der mythischen Erzähltradition und ihrer Darstellung, sondern diese religiöse Markierung war in der Polis Athen mehrfach ganz konkret sichtbar. Auf der Akropolis konnte jeder Besucher den ersten heiligen Ölbaum in Persona stehen sehen. Dieser hatte auf wunderbare Weise sogar den Brand und die Erstürmung der Akropolis in den Perserkriegen überstanden. Wenn die Göttin also die Dauerhaftigkeit ihres Geschenks schützte, so waren auch die Menschen verpflichtet, diesem Geschenk Respekt entgegenzubringen. In Attika wuchsen die heiligen Ölbäume der Athener. Jeder Einzelne sollte vom ersten Urölbaum abstammen und war offenbar gekennzeichnet. Diese Bäume durften keinesfalls gefällt werden. Darauf stand Vermögenskonfiskation und Verbannung, in alter Zeit angeblich sogar die Todesstrafe. Im 4. Jahrhundert vor Christus wurde der Bestand dieser Ölbäume monatlich und nochmals jährlich von verschiedenen Beamtengruppen kontrolliert. Diese heiligen Ölbäume waren nicht in einem heiligen Hain oder heiligen Olivenwald zusammengefasst, sondern sie wuchsen offenbar über Attika verteilt und waren im Bewusstsein der Athener präsent. Jeder, auf dessen Grund ein derartiger Ölbaum wuchs, war verpflichtet, besonders auf ihn zu achten. Der Effekt ist gut vorstellbar. Die exemplarische Markierung einzelner Bäume dürfte auf den Umgang mit anderen Exemplaren rückgewirkt haben. Und für die, die sich unwillig zeigten, die Botschaft der Göttin zu verstehen, hielten die Behörden der Polis sogar Gesetzesstrafen bereit. Mehr als zwei Ölbäume zu schlagen, zog eine Geldbuße von 200 Drachmen nach sich. Und das ist eine richtig große Summe. Wenn man die umrechnet ins Existenzminimum für einen athenischen Bürger, dann haben wir da eine Summe, die über 400 Tage, also länger als ein Jahr, zum Leben ausreicht. Schließlich lässt sich in der griechischen Kultur eine dritte Form von religiöser Markierung feststellen. Natürliche Ressourcen können als Eigentum der Götter gekennzeichnet sein. Das ist ganz typisch für die griechische Religion. Götter haben Eigentum auf Erden. Zwei Aspekte betreffen hierbei den Bereich der natürlichen Ressourcen der Polis.
Erstens, es gibt bestimmte Orte, an denen sich die Götter gerne aufhalten. Und zweitens, natürliche Ressourcen können als Einkommensquelle der Götter fungieren. Einkommensquellen, die ihre eingeführte Verehrung in der Gegenwart und in der Zukunft nachhaltig garantieren sollen. Götter können nach Meinung der Griechen an Orten auf Erden präsent sein. In ihren Tempeln, an ihren Kultbildern, bei ihren Altären. Diese Orte sollten die Menschen entsprechend so gestalten, dass die Götter ihre Freude daran haben und sie aufsuchen. Das betrifft Baulichkeiten, aber auch die natürlichen Ressourcen vor Ort. Zahlreiche Heiligtümer besitzen heilige Quellen und oft ist ein heiliger Hain Bestandteil von Heiligtümern. Oder aber ein Heiligtum besteht aus einem baumbestandenen, abgegrenzten Bezirk mit Altar. Ein kostspieliger Tempel ist nicht nötig. Das heißt, den Göttern gehören baumbestandene Grundstücke, mit wilden Bäumen oder auch mit Fruchtbäumen bewachsen. Die Gestaltung eines heiligen Hains kann von den Vorlieben für bestimmte Bäume abhängen, die man der jeweiligen Gottheit unterstellt. Eichen für Zeus, Lorbeerbäume für Apollon, Weißpappeln für Herakles etc. Für die heiligen Bezirke der Götter gelten besondere Regeln, die ihr Bestehen in der Gegenwart und für die Zukunft sichern sollen. Zwei Grundregeln lassen sich ausmachen. Es ist verboten, das Eigentum der Götter zu verunreinigen oder zu beschädigen. Und es ist verboten, das Eigentum der Götter zu stehlen. Dies gilt natürlich zuerst für die Weihgeschenke aus Edelmetall, wenn es solche gibt. Es gilt aber auch für die Quelle vor Ort und für den heiligen Hain. Literarische Quellen machen exemplarisch deutlich, was denen passiert, die dagegen verstoßen. Auf Tempelraub steht die Todesstrafe und wer im Kriegsfall glaubt, einen heiligen Hain anzünden zu dürfen, mit dem nimmt es ein schlechtes Ende. Außerdem sind uns Inschriften erhalten, in denen das Verhalten der Menschen in den Heiligtümern, den Aufenthaltsorten der Götter, detailliert geregelt sein kann. Eine Art lokale Hausordnungen für heilige Bezirke. In diesen Inschriften finden wir dann Regeln, dass man etwa, und zwar ganz ausdrücklich, den heiligen Hain nicht verschmutzen darf oder im heiligen Hain kein Holz schlagen darf, dass keine Blätter oder kein Unterholz entfernt werden darf. Oft dürfen im heiligen Hain keine Tiere weiden. Und Menschen kann es verboten sein, in der Heiligtumsquelle zu baden oder Kleider zu waschen. Regeln wie diese sollen die langfristige Attraktivität der Heiligtümer für ihre unsterblichen Eigentümer sicherstellen. Eine zweite Gruppe antiker Quellen, ebenfalls Inschriften, bezieht sich vor allem auf den nachhaltigen Betrieb dieser Heiligtümer. Ihr Unterhalt und die notwendigen Opferrituale, das kostet Geld. Im 5. und im 4. Jahrhundert vor Christus versuchen griechische Poleis, die benötigten Einkünfte über die Gegenwart hinaus sicherzustellen. Heiligtümern wird heiliges Land zugewiesen. Dieses heilige Land besteht aus ganz normalen Grundstücken, die an Privatpersonen verpachtet werden. Die Pachteinkünfte finanzieren und garantieren den Unterhalt des Kultes. Und die entsprechenden Pachtverträge sind langfristig, mindestens 10, öfter 20 oder 25 Jahre. Die Pachtbedingungen können nun im Einzelfall bis ins Detail geregelt sein. Hier erhalten wir Alltagsinformationen, die die literarischen Quellen sonst nicht geben. Und diese Informationen betreffen vor allem den nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen Boden, Holz und Wasser. Der Pächter muss zum Beispiel eine bestimmte Anbaufolge beachten, abwechselnd Getreide und Brache oder Getreide und Hülsenfrüchte. Oder aber er darf das anfallende Laub nicht hinaustragen, sondern soll es als Dünger nutzen.
Er kann verpflichtet werden, das Grundstück einzuzäunen oder bestehende Einfriedungen instand zu halten, damit saisonale Regenfälle den Boden nicht abschwemmen oder Tiere von außen unkontrolliert eindringen. Er darf nur eine bestimmte Anzahl von Tieren auf dem Grundstück weiden lassen, um Überweidung zu verhüten. Sichergestellt werden soll also, dass der Boden nicht auslaugt oder erodiert. Auch auf die Stabilität der Holzressourcen auf heiligem Land wird geachtet. Der Pächter wird verpflichtet, vorhandene Bäume angemessen zu pflegen und sie vor Tierverbiss zu schützen. Wenn Holz entnommen wird, so kann dies genau geregelt sein. Etwa nur als Bauholz für die Belange des Heiligtums oder als Holz für die Opferfeuer im Heiligtum. Bei Auslaufen der Pacht kann die Anzahl der Bäume kontrolliert werden. Ihre Anzahl darf sich nicht vermindert haben. Schließlich kann zu den Aufgaben des Pächters sogar Aufforstung des Heiligen Landes gehören. In einem Beispiel wird er verpflichtet, bis zum Ende seiner Frist 200 Bäume zu pflanzen. Schließlich muss der Pächter auch bestehende Wasserressourcen auf dem gepachteten Grundstück pflegen und erhalten. Wenn die Pacht des Heiligen Landes ausläuft, dann darf in manchen Fällen der Pächter die Balken und die Dachziegel mitnehmen, die aus von ihm errichteten Gebäuden stammen. Bauholz wird offenbar wiederverwendet und auch bei Dachziegeln denkt man langfristig. Im Gegensatz zu den sonst üblichen Lehmziegeln müssen die nämlich gebrannt werden, das heißt, ihre Produktion verbraucht Holz in größeren Mengen. In den Pachtverträgen finden sich also sogar Beispiele für Recycling in der griechischen Antike. Hausordnungen für Heiligtümer und die Pachtverträge für heiliges Land illustrieren und dokumentieren die Sorgfalt, mit der sichergestellt wird, dass die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt werden, Götter und Menschen das Gebührende erhalten. Und sie illustrieren, wie gleichzeitig darauf hingearbeitet wird, dass spätere Generationen ihrerseits imstande sind, eben dies zu gewährleisten. Heiligtümer und heiliges Land werden so zu exemplarischen Orten von Nachhaltigkeit in der griechischen Kultur. Eine Frage ergibt sich aus diesen Texten: Sind dies vielleicht Ausnahmefälle? Werden im Fall von göttlichem Eigentum und heiligem Land andere Maßstäbe angewendet als im Normalfall? In der ersten Gruppe von Texten, den Hausordnungen, ist dies wohl der Fall. Im Umgang mit den Tempeln und Hainen, in denen man sich die Götter anwesend denkt, ist besondere Achtsamkeit geboten. Und hier sind auch die Strafen für Verstöße besonders streng. Bei der zweiten Quellengruppe, den Pachtverträgen von heiligem Land, geht es hingegen überwiegend nicht um Götterorte, sondern um den nachhaltigen Umgang mit einträglichen Ressourcen. Im besonderen Fall der Verpachtung wird das Wissen ausgesprochen und ausdrücklich als Regel formuliert, das die grundbesitzenden Polisbürger auch sonst seit Generationen anwenden. Wie wir schon bei Hesiod gehört haben, liegt es im Interesse des Einzelnen, seinen Boden, seine Wasser- und Holzressourcen, den Nachkommen in weiterhin nutzbarem Zustand zu übergeben. Ein Sonderfall sind die Pachtinschriften nur insofern, als man sich hier die Mühe gemacht hat, die Details dieses Umgangs mit den Ressourcen auf einer kostspieligen Marmortafel aufzuschreiben. Warum macht man das? Wenn es um öffentliche Einkünfte geht, die noch dazu die Götter betreffen, dann muss von den verantwortlichen Behörden bis ins Detail Rechenschaft abgelegt werden. Dann schreibt man auf, was ansonsten jeder weiß und was eigentlich nicht beschrieben werden müsste. Und vielleicht könnte ein Pächter ja auch eher geneigt sein, kurzfristigen Gewinn anzustreben, als der Besitzer eines Grundstücks. Außerdem aber bilden die Pachtinschriften als Dokumente einen Teil dessen, was ich religiöse Markierung von Ressourcen nennen möchte. Teure Inschriften haben immer auch repräsentativen Charakter. Sie demonstrieren, dass die Beamten im Speziellen und die Polisbürger im Allgemeinen sich um die Belange der Götter kümmern und deren Rechte im Auge haben.
Außerdem sind Inschriften besonders dauerhaft. Sie richten sich auch an zukünftige Generationen. Noch die Urenkel können im Zweifelsfall nachlesen, wie sich die Vorfahren angestrengt haben, die Ressourcen der Götter als einträglich zu erhalten und welche Art ebenfalls nachhaltigen Handelns jetzt von ihnen erwartet wird, um den gleichen Effekt zu erzielen. Ich fasse zusammen. Manche lebensnotwendigen Ressourcen sind in der griechischen Kultur seit der Frühzeit als göttliche Wesen etabliert. Man muss sie aktiv verehren und man muss ihnen ganz besonderen Respekt entgegenbringen, auch denen, die in der göttlichen Hierarchie nicht ganz oben stehen. Mythische Tradition benennt nicht jeden einzelnen Wasserlauf als Gott und verbindet auch nicht jeden einzelnen Baum im Bergwald mit einer namentlich genannten und bekannten Nymphe. Die Bürger der griechischen Polis sind aber mit exemplarischen Beschreibungen oder konkreten Markierungen solcher Orte seit Kindheit und Jugend vertraut. Einschlägige Mythen werden ihnen schon von den Ammen erzählt. Und man trägt bewusst Sorge, den Bürgernachwuchs unmittelbar mit den ländlichen Heiligtümern der Polis vertraut zu machen. Dies macht den Einzelnen potenziell zu der Transferleistung fähig, die die Göttin Aphrodite im homerischen Hymnus den Menschen zuschreibt. Sie können selbstständig heilige Orte der Nymphen im Bergwald erkennen und diese freiwillig respektieren. Derartiges Handeln lässt sich jenseits der Dichtung in historischer Zeit durchaus nachweisen, wenn etwa Privatpersonen auf eigenem Boden freiwillig Heiligtümer der Nymphen einrichten. Einen ähnlichen Effekt hat die religiöse Markierung natürlicher Ressourcen als Geschenk der Götter. Nur eine gewisse Anzahl von attischen Olivenbäumen ist als der Athener heilig unmittelbar markiert. Ihr Vorhandensein trägt aber dazu bei, den Respekt vor jedem einzelnen Ölbaum zu verstärken. Die jungen Männer Attikas schwören im 4. Jahrhundert vor Christus nicht zufällig, die Heiligtümer, aber auch die Ölbäume ihres Landes zu verteidigen. Mit den Geschenken der Götter muss achtsam umgegangen werden. Als Eigentum der Götter markierte Heiligtümer, heilige Bezirke und heilige Haine fordern schließlich dem Besucher und Benutzer ebenfalls respektvolles Verhalten ab. Sie zeigen ihm, wie solche Orte aussehen und wie man mit ihnen umgeht. Darüber hinaus vermitteln sie die Botschaft, dass an allen vergleichbaren Orten potenziell die Götter wohnen können. Wenn schließlich in den Pachturkunden heiligen Landes die Pächter auf detaillierte Vorschriften verpflichtet werden, um die Nutzbarkeit natürlicher Ressourcen auch für die Zukunft sicherzustellen, dann trägt auch dies dazu bei, bekannte Regeln mit Autorität zu versehen, sie allen Polisbewohnern immer wieder neu einzuschärfen oder ihnen vielleicht einschlägiges Wissen neu zu vermitteln. Religiöse Markierung entzog also kleine Anteile natürlicher Ressourcen ganz unmittelbar unkontrolliertem menschlichem Zugriff. Dadurch schuf und bezeichnete sie Orte der Nachhaltigkeit in der griechischen Kultur. Darüber hinaus machte sie am sakralen Sonderfall exemplarisch anschaulich, was sich auf das Allgemeine übertragen ließ. Wenn die griechischen Polisbürger mit den natürlichen Ressourcen in Berührung kamen, mit dem Erdboden, mit Gewässern oder aber mit den Bäumen, Hainen und Wäldern im Gebirge, so gab es kein religiöses Gebot, das die Nutzung dieser Ressourcen versagt hätte. Mythische Überlieferung und rituelle Erfahrung in der kultischen Praxis sollten die Einzelnen aber gelehrt haben, natürliche Ressourcen als religiös markiert wahrzunehmen, ihnen mit Respekt zu begegnen und sie in angemessener Weise im rechten Maß zu nutzen. Die Inschrift »Nichts im Übermaß«, die die Besucher im Apollon-Orakel von Delphi an prominenter Stelle lesen konnten, diese Inschrift fungierte, wie die Pachtinschriften Heiligen Landes, als dauerhafte religiöse Markierung einer zentralen Aussage.
die man Apollon bezeichnenderweise als Erstlingsfrucht der Weisheit dargebracht hatte. Man musste diesen Spruch natürlich nicht auf den maßvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen reduzieren. Seinen Ursprung hatte er aber, und zur Zeit Platon führten ihn ja alle im Munde, seinen Ursprung hatte dieser Spruch im Kontext einer vorindustriellen Agrargesellschaft, die nach Wegen aus ihren stets latenten Ressourcenproblemen suchte und in der man Ungerechtigkeit, Gier und unersättlichen Gewinn als verderbenbringend identifiziert hatte. Und in der entsprechend der Respekt vor den Göttern und die Erkenntnis des rechten Maßes als die erfolgversprechende Maxime galt. Hesiod hatte dies in seinem Lehrgedicht zum bäuerlichen Leben schon lang vor der delphischen Inschrift erkannt. Wer zukunftsgesegnet, also nachhaltig erfolgreich sein will, der soll vor allem erst einmal die Götter scheuen. Wenn es dann ans eigene Handeln geht, so rät Hesiod seinen Mitbürgern bereits um 700 vor Christus, wahre die richtige Mitte, solch Maß ist in allem das Beste. Natürlich folgten nicht alle Bewohner griechischer Poleis in der Praxis diesem guten Rat. Aber wenn wir heute Wege zur nachhaltigen Entwicklung anstreben, so erscheint der Ratschlag der alten Griechen, nach dem rechten Maß zu suchen und maßvoll zu handeln, nach wie vor bedenkenswert. Ich danke Ihnen.